Wir alle hantieren ja täglich mit diesen Geldscheinen. Aber was ist da eigentlich draufgedruckt? Besonders auffällig sind die verschiedenen Bauwerke. Unterschieden wird zwischen Epochen und dem Wert des Scheines. Auf der 5-Euro-Note findet man Motive aus der Klassik, bei der 20-Euro-Note Gotik, während Eisen- und Glasarchitektur auf dem 200-Euro-Schein vertreten ist. Allerdings existiert keines dieser Gebäude wirklich. Auf der Rückseite finden wir eine Europakarte, während Inseln wie Madeira, Gran Canaria oder die Azoren unten links abgebildet sind. Oberhalb der Karte finden wir auf jedem Geldschein Brücken, die Verständigung zwischen Menschen in Europa sowie zwischen Europa und der übrigen Welt symbolisieren sollen. Besonders interessant wird es bei den Seriennummern der Banknoten. Die 12-stellige Seriennummer dient nicht nur zur einfachen Identifizierung, sondern gibt auch Auskunft über die Druckerei. Die Kürzel auf dem linken Rand sind übrigens die Abkürzungen für die Europäische Zentralbank in 9 verschiedenen Sprachen. Die Unterschrift daneben stammt von der aktuellen EZB-Präsidentin Christine Lagarde.